Am 17. Juni herrschte viel Bewegung in der Kreuzstraße in Grimma. Gabriela Pelz und Mandy Heinrich verfolgen seit 2 Jahren eine gemeinsame Idee, die sie nun umsetzen konnten. Wir haben ein Büro eröffnet als Anlaufstelle für Menschen, die hilfebedürftig sind, die Hilfe benötigen oder nicht wissen, wo sie Hilfe herbekommen können, gerade wenn es um die Pflege geht, um die Betreuung von Kindern. Das Modell ist auf 2 Säulen aufgebaut. Auf der einen Seite steht die Seniorenassistenz und Alltagsbegleitung. Ich übernehme quasi die Tätigkeiten Hauswirtschaft, Einkaufen, Botengänge, Bespaßung, Kaffee trinken, alles was Spaß macht, was ein bisschen den Alltag erleichtert. Es geht um niederschwellige Angebote, die meist auch mobil stattfinden. Dies wird ergänzt durch eine unabhängige Beratungsstelle vor Ort. Ich übernehme dann quasi den organisatorischen Part, sprich Pflegeanträge stellen, Unterstützung bei den Pflegeanträgen stellen, Beratungsgespräche, wenn ein Pflegegrad dann bereits schon vorhanden ist. Das mögliche Aufgabenspektrum ist groß. Alles, was quasi mit Pflege ringsherum zu tun hat, wenn Bedarf da ist, zu beraten, ob jemand ins Pflegeheim gehen soll oder ob es besser ist, er bleibt zu Hause. Wie man jemanden zu Hause zum Beispiel betreuen kann, sodass es für alle angenehm ist, für die ganzen Familienmitglieder. Dafür bieten sich die Räumlichkeiten in der Kreuzstraße 20 optimal an. Zur Eröffnung haben die beiden Frauen für ihre Gäste und Wegbegleiter einiges aufgefahren. Der Zuspruch an diesem Abend war immens groß, was wiederum deutlich macht, wie hoch auch der Bedarf an einem solchen Unterstützungsangebot ist. Der Bedarf ist, denke ich, hoch, weil eben viele, die junge Generation abwandert, viele Ältere doch alleine zu Hause sind, auf Hilfe angewiesen sind, nicht wissen, wo sie hingehen können, um sich Hilfe zu suchen oder auch gar nicht zum Teil wissen, was ihnen alles zusteht, ja, welche Möglichkeiten es gibt, um zu unterstützen, um nicht alleine zu sein. Dabei geht es nicht explizit nur um Menschen im Seniorenalter. Gerade im Kinderbereich ist der Bedarf an Unterstützungsdienstleistungen ebenso angestiegen. Ja, also Corona hat mir gezeigt, dass viele Eltern gar nicht wissen, was sie halt alles beantragen können oder was sie alles haben. Und dass man das einfach mal publik macht und ich denke dann, ja, wird's schön. Auf jeden Fall. Mit diesem positiven Ausblick geht es für die beiden Frauen nun in die Arbeit, gemeinsam als helfende Hand an neuer Wirkungsstätte. Dort wollen sie so viele Menschen wie möglich erreichen, die Bedarf an Unterstützung haben. Ich hoffe mir glückliche Rentner, glückliche Kinder, glückliche Eltern. Mehr nicht. Damit bringt sie es auf den Punkt. An dem Abend wurden zahlreiche Gespräche geführt. Die Dankbarkeit von Freunden und Menschen, denen sie bereits Hilfestellung entgeben konnten, zeigt sich auch in den zahlreichen Begrüßungsgeschenken. Der Anfang für ein neues Angebot in Grimma ist gemacht.